Wow, wir haben etwas Unglaubliches mit dem James-Webb-Teleskop entdeckt. Ist das endlich der Durchbruch bei der Suche nach außerirdischem Leben? Haltet euch fest, Leute, wir schauen uns gemeinsam eine der potenziell größten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte an und klären auch, was das James-Webb-Teleskop an anderen Orten für faszinierende Dinge entdeckt hat, unter anderem in einem schwarzen Loch und auf dem Jupiter. Das wird eine wilde kosmische Fahrt. Herzlich willkommen. Wir haben eine Zeitmaschine, die im Weltraum schwebt und fast bis an den Rand des Universums blicken kann. Ich weiß, komischer Weg, um ein Video zu beginnen, aber so beginne ich jedes Gespräch. Und es ist wahr, das James-Webb-Teleskop schaut Milliarden Lichtjahre durch den Raum und damit auch in der Zeit zurück. Es ist eine waschechte Zeitmaschine und was wir damit bereits entdeckt haben, sprengt wirklich komplett den Verstand. Hier auf dem Kanal halte ich euch immer über alle neuen Entdeckungen von James Webb auf dem Laufenden. Seien es exotische Exoplaneten, Galaxien am Beginn der Zeit oder massive schwarze Löcher. Wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst jetzt direkt gerne ein Abo da. Ist absolut kostenlos, ihr verpasst nie wieder galaktische Breaking News und ihr helft mir, mein großes Ziel von 300.000 Abonnenten zu erreichen. Vielen Dank, Leute. Ja, gerade erst vor wenigen Tagen hat man mit James Webb die älteste bisher entdeckte Galaxie überhaupt gefunden, die nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert. Ihr Name ist JHGS Z14.0 und sie macht die Astronomen ziemlich ratlos. Wie kann so kurz nach der Entstehung des Kosmos überhaupt schon eine Galaxie existiert haben? Diese Urgalaxie besitzt auch schon eine Größe von 1600 Lichtjahren und 100 Millionen Sonnenmassen. Für diese Zeit eine wirklich erstaunliche Größe. Und außerdem konnte man mit James Webb sehen, dass in der Galaxie Wasserstoff und Sauerstoff vorhanden sind, also in den knapp 300 Millionen Jahren nach dem Urknall schon ältere Sterne dort ihren kompletten Lebenszyklus durchlaufen haben müssen. Super mysteriös und vielleicht deutet das darauf hin, dass das Universum doch älter ist, als wir dachten. Oder dass es geheimnisvolle Prozesse in der Anfangszeit des Universums gab, die wir nicht verstehen. Eine wirkliche Antwort gibt es noch nicht darauf. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch das erklären würdet. Aber heute wollte ich gar nicht so sehr über uralte Galaxien reden, sondern vor allem über die anderen unglaublichen James-Webb-Entdeckungen, vor allem im Bereich außerirdisches Leben. Denn es sieht so aus, als könnten wir da nun endlich den Durchbruch geschafft haben. Dazu kommen wir direkt. Vorher kurzer Abstecher in die Enterprise. Kennt ihr die Folge von Star Trek The Next Generation, in der es Data gelingt, das komplette System der Enterprise zu übernehmen? Ungefähr so einfach haben es Datenmakler, an eure persönlichen Daten zu kommen. Das ist der Grund, weshalb ihr oft Spam-Mails bekommt, in denen euch jemand ganz genau zu kennen scheint. Habt ihr keine Lust mehr auf Spam? Dann gewinnt jetzt die Kontrolle über eure Daten mit Incogni zurück. Incogni schreibt für euch die Datenmakler an und bringt sie dazu, eure persönlichen Infos zu löschen. Ich kann live im Dashboard mitverfolgen, wie viele Makler meine Daten gelöscht haben und seitdem gehört das Spam-Problem für mich der Vergangenheit an. Es ist super befriedigend, wenn ich eine Mail von Incogni kriege. Gestern wurde ich darüber informiert, dass 85 Datenmakler meine Daten gelöscht haben. Ihr seht im Dashboard auch, wofür die Makler eure Daten verwendet haben. Hier einer, der sich auf personalisierte Werbung spezialisiert hat. Wenn ihr auch die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, dann meldet euch über meinen Link incogni.com/astrotim an. Mit meinem Link erhaltet ihr einen unglaublichen Rabatt von 60%. Ihr könnt jederzeit kündigen und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist es absolut risikofrei. Ich bleib da auch bei Incogni angemeldet, da Datenmakler meine Daten sonst nach einiger Zeit wieder hinzufügen würden. Und das Thema Kontrolle über die eigenen Daten wird immer wichtiger und ich empfehle euch sehr, dafür zu sorgen, dass eure persönlichen Infos nicht mehr im Internet die Runde machen. Data aus Star Trek würde es genauso tun. Klickt unten im angepinnten Kommentar auf den Link und gewinnt die Kontrolle über eure Daten zurück. So, und nun schauen wir uns an, was James Webb auf dem Exoplaneten K218b entdeckt hat und warum es der Durchbruch bei der Aliensuche sein könnte. Spätestens seit Alf die Erde besucht hat, wissen wir ja im Prinzip, dass außerirdisches Leben existiert. Alf, hast du denn vergessen, was mit eurem Planeten passiert ist? Nun, er ist gewaltsam in die Luft geflogen. Wieso? Aber Spaß beiseite, tatsächlich stand der Beweis für außerirdisches Leben weiterhin aus. Und das ist super mysteriös, denn bei der schieren Größe unserer Galaxis muss es eigentlich irgendwo Leben geben. Zur Erinnerung, wir sprechen von mindestens 100 Milliarden Sternsystemen mit mindestens 200 Milliarden Planeten, wahrscheinlich eher mehr. Also müsste es eigentlich Aliens geben, aber gefunden haben wir sie noch nicht. Und diesen Umstand bezeichnet man als das Fermi-Paradoxon.
Doch, das könnte sich jetzt geändert haben. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das könnte wirklich die größte News in der Astronomie überhaupt sein. Seit letztem Jahr beobachten wir mit den Infrarotaugen des James-Webb-Teleskops den Kosmos. Es ist das leistungsstärkste Weltraumteleskop, das die Menschheit jemals konstruiert hat. Und bereits das erste Bild von James Webb, das im Juli 2022 veröffentlicht wurde, hatte es in sich. Hier seht ihr nochmal das James Webb Deep Field, das den 4,6 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxienhaufen SMEX 0732 zeigt und durch den sogenannten Gravitationslinseneffekt dieser Galaxien einen Blick auf noch viel weiter dahinterliegende Objekte ermöglicht. Das sind Objekte in unfassbarer Entfernung, tief versteckt in Raum und Zeit. Doch James Webb kann natürlich auch nähere Objekte begutachten und genau das hat es nun getan, und zwar den Exoplaneten K2-18b. Dieser Planet hat es wirklich in sich. Er liegt in nur 110 Lichtjahren Entfernung zur Erde. Das ist in kosmischen Maßstäben wirklich ein Katzensprung, quasi direkt vor der Haustür. Er ist 8,6 mal so massereich wie die Erde und umkreist den kühlen Zwergstern K2-18 in der habitablen Zone. Die habitable Zone ist der Bereich eines Sternsystems, in dem erdähnliche Bedingungen möglich sind, also vor allem flüssiges Wasser aufgrund der richtigen Temperaturen. Bei einem Zwergstern wie K2-18 ist diese habitable Zone dann wesentlich näher am Stern dran als bei unserer Sonne, da er eben weniger Energie und Wärme ausstrahlt und man für angenehme Temperaturen näher dran sein muss. So, jetzt höre ich aber schon einige von euch aufgeregt fragen: Was hat James Webb denn nun entdeckt? Mit Hilfe seiner hochauflösenden Instrumente hat James Webb Methan und Kohlendioxid in der wasserstoffreichen Atmosphäre eindeutig identifiziert. Und es kommt noch dicker, die Forscher identifizierten auch ein anderes, schwächeres Signal im Spektrum von K2-18b und das deutet wahrscheinlich auf das Molekül Dimethylsulfid hin. Auf der Erde wird Dimethylsulfid nur von Lebewesen produziert, hauptsächlich von Mikroorganismen wie Phytoplankton. Der Hauptautor der neuen Studie, Professor Nico Matusudan von der Universität Cambridge, sagt: Traditionell konzentrierte sich die Suche nach Leben auf Exoplaneten hauptsächlich auf Gesteinsplaneten. Aber Hyzianwelten sind deutlich besser für atmosphärische Beobachtung geeignet. Was sind Hyzianwelten? Es ist eine eigene Klasse von Planeten mit wasserstoffreicher Atmosphäre und einer komplett von heißem Wasser bedeckten Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ihr mal Star Wars Knights of the Old Republic gespielt habt, aber da gibt es den Planeten Manaan mit seinen amphibischen Bewohnern, den Selkath. Ein perfektes Beispiel für eine Hyzianwelt. Für uns Menschen nicht optimal, aber für die grundsätzliche Bildung von Leben perfekt. Und wir müssen uns klar machen, was dieser Fund bedeutet. Methan und Kohlendioxid müssen zwar nicht zwingend auf Leben hindeuten, aber von der Erde wissen wir, dass sie auch durch biologische Prozesse entstehen. Methan etwa wird auf der Erde hauptsächlich durch biologische Prozesse wie die Aktivität von methanbildenden Mikroorganismen erzeugt. Kohlendioxid, CO2, kennt jeder, das atmen wir alle aus. Da es nun so aussieht, als wäre K2-18b bedeckt von einem globalen Ozean, kann man schon optimistisch sein, dass diese Gase biologischen Ursprungs sein könnten. Der Schlüssel zum Beweis für außerirdisches Leben ist aber wohl das Dimethylsulfid, denn das wäre, nach allem was wir wissen, ein eindeutiger Biomarker. Während das Kohlendioxid und Methan zweifelsfrei nachgewiesen wurden in der Atmosphäre, ist das beim Dimethylsulfid noch nicht ganz sicher. Professor Matusudan sagt: Weitere Beobachtungen sind erforderlich, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um DMS handelt. Die Möglichkeit von DMS in der Atmosphäre ist äußerst vielversprechend, aber wir planen noch einmal genau hinzusehen, um seine Existenz endgültig festzustellen. Bald wissen wir mehr, denn Webb wird nun einen weiteren Transit von K2-18b beobachten. Man analysiert dann das Licht des Muttersterns von K2-18b, wenn es durch die Atmosphäre des Exoplaneten fällt und von James Webb aufgefangen werden kann. Mit dieser Transitmethode können wir dann Angaben über Exoplanetenatmosphären machen, und wie unfassbar leistungsstark James Webb ist, sieht man daran, dass eine Transitbeobachtung mit Webb eine vergleichbare Präzision liefert wie 8 Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop, die über mehrere Jahre in einem kürzeren Wellenlängenbereich durchgeführt werden. Vielleicht haben wir also beim nächsten Transit schon den definitiven Beweis für das Dimethylsulfid. Und wenn wir die Bestätigung haben, dann würde das unsere Rolle im Universum für immer verändern. Stellt euch das mal vor. Wenn auf diesem einen Exoplaneten organische Prozesse existieren, dann müssten wir davon ausgehen, dass es
überall in der Milchstraße welche gibt. Ich bin optimistisch, denn K218b bietet nach allem, was wir jetzt wissen, die perfekten Voraussetzungen für Leben. Eine super Erde in der habitablen Zone, ein heißer Ozean, also die perfekte Ursuppe und Biomarker in der Atmosphäre. Viel mehr geht nicht. Professor Matusudan sagt, unser ultimatives Ziel ist die Identifikation von Leben auf einem bewohnbaren Exoplaneten, was unser Verständnis unseres Platzes im Universum verändern würde. Unsere Ergebnisse sind ein vielversprechender erster Schritt in diese Richtung. Also drücken wir dem Forscherteam die Daumen und hoffen, dass es am Ende nicht heißt: Welch grausames Schicksal. Mir wird das Verlangen eingepflanzt, aber die Begabung vorenthalten. Schreibt mir mal eure Einschätzung in die Kommentare. Sind die neuen James-Webb-Beobachtungen der Durchbruch bei der Suche nach Leben? Gibt es auf K218b außerirdische Organismen oder ist die Euphorie überstürzt? Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Jetzt wird's aber noch verrückter, Leute. James Webb hat noch einen weiteren Hinweis auf außerirdisches Leben entdeckt. Mehrere Jupiter-große Objekte im Orionnebel, die paarweise durch den Kosmos schweben. Sind das irgendwelche bizarren Alien-Generationenschiffe? Was für eine andere Erklärung könnte es für derart riesige Objekte geben, die frei durchs All fliegen? Schauen wir uns das mal an, was es mit diesen sogenannten Jumbos auf sich hat. Ab sofort solltet ihr bei dem Begriff Jumbo an etwas Neues denken, nämlich an Jupiter Mass Binary Objects. Seltsame Objekte der Masse des Jupiters, die in Paaren durch den Weltraum unterwegs sind. Genau die hat das James Webb Teleskop vor wenigen Tagen entdeckt und seitdem ist die Wissenschaftswelt so ein wenig in Aufruhr. Dass es frei fliegende Planeten gibt, wusste man schon. Man bezeichnet solche Einzelgänger als Rogue Planets. Welten, die einst Teile eines Sternsystems waren und dann zum Beispiel durch eine Kollision herausgeschleudert wurden und seitdem fernab der Gravitation eines Sterns ihre einsamen Bahnen durch die Galaxis ziehen. Stellt euch mal vor, die Erde würde eine derart heftige Kollision erfahren, dass sie schnurstracks aus dem Sonnensystem herausgeschleudert würde, dann wären wir auch ein Rogue Planet. Naja, und wir wären alle tot. Aber solche Rogue Planets sind sehr schwer zu entdecken. Und wie schon erwähnt, sind sie meistens Einzelgänger. Was James Webb nun entdeckt hat, passt also irgendwie ganz und gar nicht ins Bild. Die Jumbos treten paarweise auf. Immer. Und James Webb hat von diesen Paaren direkt 40 Stück entdeckt. 40. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war: Okay, 40 paarweise durchs All schwebende Objekte, das müssen Alien-Raumschiffe sein. Ich habe das hier mal mit einem KI-Tool generieren lassen. Bizarre Generationenschiffe einer uns weit überlegenen Spezies, die wie Sporen durch den Kosmos gleiten und sich nichtsahnende Planeten suchen, um sie mit ihrer Alien-DNA zu befruchten. Oder aber kriegerische, extraterrestrische Technologie, eine Art von Neumann-Sonde, die ausgesendet wurde, um die gesamte Galaxis zu unterjochen. Eine ebenso gruselige wie faszinierende Vorstellung und absolut nicht unmöglich, aber nicht gerade das, was die Mehrheit der Astronomen für die wahrscheinlichste Erklärung hält. Einige Forscher haben diese Dinger schon unter die Lupe genommen und so ein bisschen was herausgefunden. Entdeckt wurden diese Objekte im Orionnebel, etwa 1350 Lichtjahre von uns entfernt, also kosmisch gesehen wirklich direkt vor der Haustüre. Sollte es sich hier also wirklich um eine Alien-Armada handeln, dann hätten unsere Nachfahren bald ein klitzekleines Problemchen. Laut den ersten Forschungsergebnissen sind die Jumbos etwa 1 Million Jahre alt und ihre Oberflächentemperatur liegt bei 1000 Grad. Das Alter ist wirklich bemerkenswert, da das im Vergleich zum restlichen Universum unfassbar jung ist. Unsere Galaxis ist schon über 12 Milliarden Jahre alt, unser Sonnensystem 4 bis 5 Milliarden. Und diese Jumbos sind erst 1 Million Jahre alt, also in kosmischen Maßstäben erst vor kurzem erschaffen worden. Ihre Oberfläche ist heiß, als würden in ihnen drin irgendein künstlicher Energieprozess ablaufen. Okay, wo kann ich die Anti-Alien-Versicherung abschließen? Aber bevor ihr euch jetzt vor der nahenden Alien-Invasion in einen Bunker rettet, kommt hier etwas Entwarnung. Wir haben nämlich auch einiges über die Jumbos herausgefunden, was eine intelligente Zivilisation als dahinterstehende Macht eher unwahrscheinlich macht. Die Astronomen glauben, dass anders als normale Planeten, die ja dank der Energie, die sie von ihrem Stern erhalten, gleichbleibende Temperaturen aufrechterhalten können, die Jumbos relativ schnell rapide abkühlen und einfrieren. Und sie bestehen auch größtenteils aus Gas, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage sind, Leben zu unterstützen oder Strukturen oder Alien-Laserkanonen. Aber da höre ich jetzt schon einige von euch verwirrt fragen: Aber was sind das denn dann für Teile? Gute Frage. Derzeit kann man nur spekulieren und die Forscher favorisieren gerade zwei Hypothesen. Die erste besagt,
dass die Jumbos in Gebieten des Orionnebels gebildet wurden, die zu dünn waren, um echte Sterne zu erzeugen. Es gab nicht genügend Wasserstoff für die Entstehung eines Sterns und die Zündung der Kernfusion. Und so ist einfach eine Brigade an gescheiterten Sternen entstanden. Zu groß für einen Gasplaneten, zu klein für einen Stern. Ausgestoßene Mitglieder der stellaren Gemeinschaft, zu keiner Gruppe zugehörig, für immer allein, beraubt ihres Traumes der lichtbringenden Fusion, aber als Paar, das durch den Kosmos reist, fanden sie in ihrer tristen Existenz doch noch Trost. Ach sorry, da sind die Pferde ein bisschen mit mir durchgegangen. Die zweite Hypothese besagt, dass sie als normale, Jupiter-ähnliche Gasplaneten gebildet wurden, die um Sterne kreisen sollten, aber aus unbekannten Gründen herausgeschleudert wurden. Professor Mark McCorren, leitender Berater für Wissenschaft und Exploration bei der ESA, sagt, die Ausstoßhypothese ist die bevorzugte. Die Gasphysik legt nahe, dass man Objekte mit der Masse des Jupiters alleine nicht bilden kann und wir wissen, dass einzelne Planeten aus Sternsystemen herausgeschleudert werden können. Aber wie wirft man Paare dieser Dinger zusammen heraus? Im Moment haben wir keine Antwort, das ist eine Frage für die Theoretiker. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so überzeugend, dass es einmal vorkommt, dass ein Paar vom Planeten irgendwo rausgeschleudert wird, wäre ja schon unwahrscheinlich. Aber wir reden hier von mindestens 40 Paaren. Die sollen alle im selben Gebiet paarweise aus ihren Systemen herausgeschleudert worden sein, alle mit einer ähnlichen Struktur und Masse. Also an so viel Zufall kann ich nicht glauben, muss ich sagen. Und andere Astronomen geben auch offen zu, dass wir im Prinzip keinerlei Ahnung haben, worum es sich hier handeln könnte. Dr. Ed Bloomer etwa, Astronom am Royal Observatory Greenwich, sagt, dies deutet darauf hin, dass unsere bestehenden Modelle und Erklärungen für die Entstehung und Entwicklung von Planeten nicht so vollständig sind, wie wir es uns wünschen würden. Und ich glaube nicht, dass irgendein Astronom behaupten würde, dass wir in diesem Bereich der Astrophysik bereits alles erklärt hätten. Möglicherweise sehen wir etwas völlig Neues, das noch niemand zuvor gesehen hat. Der Orionnebel ist eine sehr spezielle Umgebung, ganz anders als die Nachbarschaft um unser Sonnensystem herum. Überall dichte Wasserstoffschwaden und junge heiße Sterne, die gerade erst entstanden sind. Wer weiß, was dort möglich ist. Ich tendiere dazu, dass wir hier tatsächlich etwas Neues in der Planetenentstehung sehen, das wir bisher noch nicht kannten. Bislang ging man davon aus, dass Planeten in der Regel in einer Umgebung entstehen, in der ein Stern vorhanden ist, um sie zu formen. Die Existenz von den Jumbos, die ohne einen solchen Stern existieren, könnte auf einen unbekannten Prozess in der Planetenentstehung hinweisen. Vielleicht ist der Orionnebel nicht nur eine Sternenschmiede, sondern auch eine Jumbo-Schmiede. Und in gewissen Teilen ist die Wasserstoffdichte genau so verteilt, dass es nie ganz für einen richtigen Stern reicht, aber immer für zwei gasplanetenartige Kugeln, die dann für immer gravitativ aneinander gebunden sind, aber mangels Stern, der sie festhalten könnte, ziellos durchs All wandern. Das wäre aus meiner Sicht eine noch irgendwie passende Erklärung, aber ganz ehrlich, alle Fragen beantwortet das auch nicht. Und am coolsten wäre natürlich sowieso die Alien-Erklärung. Mich würde total interessieren, was ihr denkt. Was hat es mit den Jumbos auf sich? Wie entstehen diese Objekte? Warum sind sie paarweise unterwegs? Und warum gibt es direkt 40 Paare? Schreibt mir eure Erklärungsversuche in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir eine spannende Diskussion ans Laufen und lösen das Rätsel gemeinsam. Und dann gab es noch eine weitere James-Webb-Aufnahme, auf der einige schon direkt eine Alien-Megastruktur erkennen wollten, eine Art Dyson-Sphäre oder so. Kann das wirklich sein? Oder gibt es eine andere astrophysikalische, aber vielleicht noch spannendere Erklärung? Schauen wir uns mal an, wie die James-Webb-Megastruktur zu erklären ist. Das hier ist definitiv eines der verrücktesten. Wir sehen hier den mehr als 5000 Lichtjahre entfernten Stern WR140, umgeben von konzentrischen geometrischen Wellen. Natürlich wurde direkt darüber spekuliert, ob wir hier womöglich eine außerirdische Megastruktur sehen, eine Art Dyson-Sphäre. Dyson-Sphäre sind potenzielle Strukturen, die fortschrittliche Zivilisationen um einen Stern errichten könnten, um dessen Energie vollständig nutzen zu können. Es gibt schon lange die Idee, dass wenn wir Aliens finden wollen, wir nach den Signalen einer Dyson-Sphäre in den Weiten der Milchstraße suchen müssen. Eine solche Struktur würde sehr viel Energie abstrahlen und dadurch womöglich eine Aliens Zivilisation verraten. Ist das hier also nun endlich dieser lang ersehnte kosmische Durchbruch? Hat James Webb vielleicht wirklich eine außerirdische Megastruktur entdeckt? Bevor wir das aufklären, machen wir mal eine kleine Umfrage. Schreibt mir mal eure Einschätzung in die Kommentare. Was sehen wir auf dieser James Webb-Aufnahme? Tatsächlich eine Alien-Struktur? Oder ein natürliches kosmisches Gebilde? Irgendwas ganz anderes? Ich bin super gespannt auf eure Ideen und werde auf so viel wie möglich antworten, versprochen. Zwei australische Astronomen
Astronomen fanden dieses Bild ebenfalls sehr bizarr und haben sich in den letzten Wochen damit beschäftigt, das Rätsel um die Aufnahme zu lösen. Und es ist ihnen nun gelungen. Professor Peter Tuttle von der Uni Sydney sagt, wie ein Uhrwerk stößt WR140 alle 8 Jahre einen geformten Rauchring aus, der dann im Sternwind wie ein Ballon aufgeblasen wird. 8 Jahre später erscheint ein weiterer Ring wie eine Reihe riesiger ineinander verschachtelter russischer Puppen. Dieser Stern stößt also in regelmäßigen Intervallen Ringe aus stellarem Gas aus. Und diese Regelmäßigkeit, eben wie ein Uhrwerk, könnte einen ja wieder vermuten lassen, dass es hier wirklich irgendeine Art technischer Mechanismus ist. Aber haltet euch fest, denn die Realität ist noch spektakulärer als das. Dieses Sternsystem besteht aus 2 unglaublichen Sternen, einem blauen Überriesen und einem Wolf-Rayet-Stern, kurz WR-Stern. Wundert euch übrigens nicht über meine vorzügliche französische Aussprache. Dieser Sterntypus ist benannt nach 2 französischen Astronomen, Wolf und Rayet. Hier seht ihr die Größe dieser Sterne, links der WR-Stern, rechts der blaue Überriese und im Vergleich dazu oben links unsere winzige Sonne. Wir haben es hier also wirklich mit stellaren Giganten zu tun. Und solche WR-Sterne sind absolute Exoten und es gibt in der ganzen Galaxis nur sehr wenige davon. Es handelt sich um die freigelegten Kerne von sehr massereichen Sternen, die schon einen großen Teil ihrer Gashülle abgestoßen haben, aber immer noch super heiß sind und extreme Sternenwinde in den Weltraum pusten. Also im Prinzip so halb kaputte, extremst gereizte Sterne, die jetzt umso heftiger mit ihrer Umwelt reagieren. Wie eure Freundin, wenn ihr was Falsches gesagt habt. Im WR140-System sind jetzt also der Wolf-Rayet-Stern und der blaue Überriese durch ihre Schwerkraft auf eine 8-jährige Umlaufbahn schicksalshaft aneinander gebunden. Alle Sterne erzeugen Sternwind, unsere Sonne ja auch, aber die von WR-Sternen erzeugten Winde sind eben viel, viel heftiger, sozusagen kosmische Wirbelstürme. Die Elemente im WR-Sternenwind, wie Kohlenstoff, kondensieren als Ruß, der heiß genug bleibt, um im Infraroten hell zu leuchten. Was James Webb hier sieht, sind also die im Infrarotbereich leuchtenden, konzentrischen Sternwindwolken, die von einem Paar superschwerer, superheißer Sterne im 8-jährigen Abstand in den Kosmos gepustet werden. Da soll noch einer sagen, Astronomie sei nicht spannend. Und die Forscher konnten durch die James Webb-Aufnahme erstmals einen Effekt namens Strahlungsdruck in einem solchen Ausmaß live in Aktion sehen. Es ist schon länger bekannt, dass das Sternenlicht einen Impuls mit sich bringt, der einen Druck auf die Materie ausübt. Das bezeichnet man eben als Strahlungsdruck. Astronomen haben schon oft die Folgen dieses Strahlungsdrucks in Form von Materie gesehen, die mit hoher Geschwindigkeit durch den Kosmos rast. Aber sie haben noch nie diesen Prozess live in Aktion gesehen. Eine direkte Beobachtung der Beschleunigung von stellarer Materie durch andere Kräfte als die Schwerkraft ist nur selten zu beobachten und in einer stellaren Umgebung wie dieser hier hat man das vorher noch niemals sehen können. Der andere an der Forschung beteiligte Wissenschaftler Yino Han sagt, um eine Beschleunigung in dem Ausmaß zu beobachten, dass sie messbar wird, muss das Material relativ nah am Stern sein oder die Quelle des Strahlungsdrucks muss besonders stark sein. WR 140 ist ein Doppelstern, dessen heftiges Strahlungsfeld diese Effekte überlagert und sie in die Reichweite unserer hochpräzisen Daten bringt. Wir wissen jetzt also, dass diese konzentrischen Ringe erzeugt werden durch die immensen und explosiven Ausgasungen dieser beiden Sterne. Wenn ihr das nachahmen wollt, müsst ihr einfach nur genügend Bohnen essen. Aber wir haben noch nicht geklärt, weshalb die Ringe diese ominöse Form annehmen. Müssten sie nicht eigentlich perfekt symmetrisch und vor allem kugelförmig um die beiden Sterne herum entstehen? Die Erklärung ist die Bewegung des blauen Überriesen und des WR-Sterns. Der stellare Staub strömt nicht, wie bisher angenommen, mit dem Sternenwind aus dem Stern. Stattdessen kondensiert der Staub in der Nähe der Stelle, an der die Winde der beiden Sterne zusammenstoßen. Es entsteht also eine stellare Stoßfront genau zwischen den Sternen. Da sich die umkreisenden Sterne in ständiger Bewegung umeinander befinden, rotiert auch diese Schockfront. Die Rußfahne wickelt sich durch diese Doppelsternbewegung in eine Spirale ein. Ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen wie die Wassertropfen eines Rasensprengers, die durch die Bewegung ebenfalls eine Spirale bilden. Professor Tuttle erklärt es so. Wir sehen, wie sich der Plum von WR140 wie ein riesiges Segel aus Staub entfaltet.
Wenn es den vom Stern ausgehenden Photonenwind einfängt, macht es einen plötzlichen Sprung nach vorne, wie eine Yacht, die von einer Böe erfasst wird. Wir haben hier also leider keine außerirdische Dyson-Sphäre entdeckt, aber letztlich einen nicht minder spannenden natürlichen Prozess, bestehend aus der Wechselwirkung zwischen zwei gewaltigen und außergewöhnlichen Sternen. Rein theoretisch wäre ein solches System wie WR 140 aber vermutlich gar kein schlechter Ort für eine kosmische Megastruktur. Denn wenn es gelingen könnte, die dort entstehenden immensen Energien, die die konzentrischen Ringe erzeugen, in einer Art Dyson-Sphäre zu kanalisieren, dann könnte man damit eine Zivilisation mit genügend Energie versorgen, um zu den Sternen zu fliegen und die gesamte Galaxis zu kolonisieren. Vielleicht existiert also irgendwo da draußen in der Milchstraße eine Alien-Spezies, die einen anderen Wolf-Rayet-Stern als Basis für eine Megastruktur nutzt. Okay, James Webb hat sich also Planeten, Jumbos, Galaxien und Sterne angeschaut. Aber wie spannend wäre es, wenn es seine Infrarotaugen auf ein schwarzes Loch richten würde? Da habe ich gute Nachrichten, genau das hat es getan und es hat ein Schwerkraftmonster entdeckt, das am Anfang von Raum und Zeit existierte und ganze Galaxien verschluckt. Bereit für kosmischen Mindblow? Dann schaut euch mal diese schwarzen Lochaufnahmen an. James Webb hat einen Galaxienhaufen in mehr als 11 Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachtet, der sich um einen roten Quasar dreht und quasi aufgefressen wird. Ganz schön dramatisch. Aber von Anfang an, ein internationales Team von Wissenschaftlern hat das James Webb Space Telescope auf ein ganz besonderes Objekt gerichtet, nämlich auf einen seltenen roten und extrem hellen Quasar, der den poetischen Namen trägt SDSSJ165202.64+17285.2. Uff, jetzt ist die Zeit für das Video leider schon vorbei. Tschö, Leute. Moment, ein bisschen mehr gibt es natürlich schon zu erzählen. Lasst uns erstmal klären, was ein Quasar überhaupt ist. Das ist kein seltsames magisches Wesen aus der Hogwarts-Welt oder so, sondern Quasar steht für quasi-stellare Radioquelle oder auf Englisch quasi-stellar radio source. Es handelt sich also um eine extrem weit entfernte Quelle von Radiostrahlung und gemeinhin bezeichnen die Forscher damit den aktiven Kern in einer Galaxie. Wenn man diesen Kern durch ein hochwertiges Teleskop beobachtet, dann sieht dieser helle Punkt sternförmig aus und daher kam die Bezeichnung quasi-stellar. Ein Quasar strahlt unfassbar viel Energie in unterschiedlichen Wellenlängen aus und heute weiß man, dass die Dinger in Wirklichkeit gar nichts mit Sternen zu tun haben, sondern dass ein Quasar ein schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie ist mit einer rotierenden Akkretionsscheibe voll leuchtender und energiereicher Materie. Und diese leuchtende Materie rast um das schwarze Loch herum, um den galaktischen Kern. Von unserem Blickwinkel aus rast die Materie dabei zunächst von uns weg und erfährt damit eine Rotverschiebung. Und gleichzeitig rast die Materie dann auf der anderen Seite des Kerns wieder auf uns zu und dadurch gibt es eine Blauverschiebung. Durch die so stark verbreiterten Spektrallinien im Spektrum können die Forscher Quasare daher sehr gut von Sternen unterscheiden, die nicht diese enormen Verschiebungen aufweisen. Das, was wir von Quasaren sehen können, ist die enorme Akkretionsscheibe aus Material, die super viel Energie in den Weltraum abstrahlt. Diese Objekte gehören zu den leuchtkräftigsten und energiereichsten Objekten im gesamten Weltall. Für diesen Winter wäre es echt praktisch, einen Quasar in der Gastherme zu haben. Der älteste und am weitesten entfernte Quasar ist 13,11 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt und das Schwarze Loch hat eine unglaubliche Masse von 1,6 Milliarden Sonnen. Und der hellste Quasar, der bislang entdeckt wurde, leuchtet etwa so hell, und jetzt haltet euch fest, wie 600 Billionen Sonnen. Unvorstellbar. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Eindruck davon, was ein Quasar ist. Und der Quasar, um den es hier geht, ist erst einmal ungewöhnlich rot. Und zwar aufgrund dieser eben erwähnten Rotverschiebung des leuchtenden Materials in der Akkretionsscheibe. Und um diesen Quasar herum haben sich Galaxien angesammelt. Das ist an sich erstmal nichts Neues, denn schon Hubble hatte früher einmal diesen Quasar ins Visier genommen und die Forscher schlossen aus den Daten, dass sich die Wirtsgalaxie des Quasars
mit einer weiteren Galaxie zusammengetan hat. So weit, so normal und unspektakulär, wenn man das so sagen kann. Man hatte damals aber nicht damit gerechnet, dass es sich tatsächlich um mehrere Galaxien handelt, die da um den Quasar herumrasen. Die Astronomin Dominika Wiele-Zalek von der Uni Heidelberg sagt dazu, es sind nur wenige Galaxien-Protocluster zu diesem frühen Zeitpunkt bekannt. Es ist sehr schwer, sie zu finden und nur sehr wenige hatten seit dem Urknall Zeit, sich zu bilden. Heißt also, dass James Webb es geschafft hat, einen uralten Galaxienhaufen im frühen Universum zu beobachten. Galaxiencluster ist übrigens nichts anderes als ein Haufen von Galaxien. Unsere Milchstraße befindet sich zum Beispiel in der sogenannten lokalen Gruppe. Das ist keine mittelmäßige Dorfkneipenband oder sowas, sondern wirklich ein Haufen von Galaxien mit einer Größe von unfassbaren 5 bis 8 Millionen Lichtjahren. Neben der Milchstraße gehört auch die Andromeda-Galaxie zur lokalen Gruppe und mehr als 70 Zwerggalaxien. So, und mit Hilfe von James Webb und des Nahinfrarotspektrographens, kurz NIRSpec, hat man also jetzt herausgefunden, dass sich ganze 3 Galaxien um den Quasar drehen und umeinander umherwirbeln. Und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Stellt euch mal vor, was das für eine enorme Massenansammlung dieses gigantischen schwarzen Lochs sein muss. Das Besondere an dem NIRSpec-Instrument ist übrigens, dass man gleichzeitig Spektren über das gesamte Sichtfeld des Teleskops sammeln kann und nicht etwa nur von einem einzelnen Punkt. Damit konnte James Webb also den Quasar, die 3 Galaxien und die Umgebung drumherum genauestens scannen. Nadia Zakamska, Astrophysikerin an der Johns Hopkins University, dachte sich bei den Daten, nachdem wir die James Webb-Daten erhalten hatten, dachte ich, ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt sehen. Was ist das alles für ein Zeug? Wir haben mehrere Wochen damit verbracht, diese Bilder anzustarren. Das Gefühl kenne ich, das Gefühl habe ich immer, wenn ich mein Zimmer aufräumen soll und das Chaos anstarre. Aufgrund der gelieferten Spektren konnten die Forscher aber schließlich herausfinden, dass der rote Quasar tatsächlich Teil von diesen dichten Galaxienknoten war. Dieser Quasar könnte also einfach der super-hyperaktive Kern eines ganzen Galaxienhaufens sein. Das Team glaubt jetzt, dass es sich bei diesem ganzen Gebilde um eine der dichtesten bekannten Gebiete der Galaxienbildung des früheren Universums handeln könnte. Selbst ein dichter Knoten aus dunkler Materie reicht nicht aus, um dies zu erklären, sagt Wiele-Zalek. Wir glauben, dass wir eine Region sehen können, in der 2 massive Halos aus dunkler Materie miteinander verschmelzen. Ein dunkler Materie-Halo ist übrigens die Korona, die Galaxien umgibt. Eine Art Hülle aus dunkler Materie, die die Galaxie zusammenhält. Das ist aber alles nur total hypothetisch, weil ja immer noch niemand so richtig weiß, was dunkle Materie überhaupt sein soll. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin jedes Mal sprachlos, wenn James Webb wieder etwas Neues entdeckt hat. Es ist einfach unglaublich, wie weit dieses Teleskop ins All zurückblicken kann, also zurück in die Vergangenheit. Fotos von Galaxienhaufen, die sich vor Milliarden von Jahren im frühesten Universum gebildet haben und sich um ein gigantomanisches, gefräßiges, schwarzes Loch versammeln, das liegt jetzt mit diesen Daten vor, das ist doch echt verrückt. Die Forscher werden natürlich jetzt noch mehr Daten zusammentragen und all diese Erkenntnisse sollen uns künftig helfen zu verstehen, wie Galaxienhaufen im frühen Universum überhaupt zustande gekommen sind und dann letztlich das kosmische Netz gebildet haben, das wir heute kennen. Es gibt noch so viele Geheimnisse im Universum, da kann man sich gar nicht wirklich entscheiden, was das James-Webb-Teleskop sich als nächstes anschauen soll. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne von James Webb untersucht haben würdet. Objekte unseres Sonnensystems, Exoplaneten mit potenziellem außerirdischem Leben oder die Region kurz nach dem Urknall. Ich bin super gespannt auf eure Vorschläge und ich versuche auf so viel wie möglich zu antworten, versprochen. Aber bleiben wir mal etwas lokalpatriotischer. James Webb schaut nicht nur Milliarden Lichtjahre weit weg, sondern auch hier in unser Sonnensystem und hat den Jupiter mal ganz genau unter die Lupe genommen. Und die Aufnahmen, die es von dem Gasriesen gemacht hat, sind wirklich einmalig und Wissenschaftler haben dadurch sehr erstaunliche Dinge auf dem Jupiter entdeckt. Eins der ersten wirklich hochaufgelösten und detailreichen Bilder des Jupiters war dieses hier, aufgenommen von der Raumsonde Voyager 1 im Jahre 1979. Aus den Bildern konnten die Wissenschaftler sogar dieses Video des Anflugs von Voyager 1 auf den Jupiter erstellen. Ich war damals noch nicht auf der Welt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein unglaubliches Gefühl gewesen sein muss, durch die Voyager-Sonden erstmalig in diese fremde und ferne Welt der Gasplaneten einzutauchen und das erste Mal in der Menschheitsgeschichte
Geschichte überhaupt, diese Planeten im Detail sehen zu können. Schreibt mir mal, ob ihr damals, Ende der 70er, das schon aktiv mitverfolgt habt und falls ja, was das für ein Gefühl war. Seitdem hat sich in der Jupiter-Forschung natürlich viel getan. Der Höhepunkt war sicherlich die Mission der Raumsonde Juno, deren einziger Zweck es ist, den Jupiter und seine Monde genauer zu erforschen. Seit dem Jahre 2016 befindet sie sich in einem Orbit um den Jupiter und die Mission geht noch mindestens bis ins Jahr 2025. In all diesen Jahren hat Juno natürlich beeindruckende Aufnahmen des Gasriesen und seiner Monde erstellt, wie beispielsweise diese unwirklich erscheinende Aufnahme von Jupiters Südpol. Man könnte auch sagen, der Jupiter hat einen sehr fotogenen Popo. Und nun haben wir wieder einen technischen Sprung nach vorne gemacht und sehen den Jupiter in einem ganz neuen Licht. Das James-Webb-Teleskop hat sich den Gasriesen mal genauer angeschaut und diese Aufnahme hier gemacht. Wow, ich weiß schon, was die nächsten Tage mein neuer Desktop-Hintergrund sein wird. Das Wichtigste an dem Bild ist natürlich, es ist unfassbar schön. Wenn man es sich dann genauer ansieht, erkennt man, wie viele Details da drin stecken, die es noch unglaublicher machen. Und wir gehen diese Details jetzt gemeinsam durch. Zunächst mal fällt auf, dass wir die Gasschichten und Stürme des Jupiters hier sehr, sehr deutlich und kontrastreich sehen. Wie wir eben schon im Anflug der Voyager-Sonden festgestellt haben, besteht die Oberfläche des Jupiters komplett aus rotierenden Gasbändern. Im Prinzip ist der gesamte Jupiter ein einziger gigantomanischer Sturm. Doch zwischen den Gasbändern bilden sich manchmal noch Einzelstürme aus, wie beispielsweise der große rote Fleck. Der größte Sturm des Jupiters, der zwar in den letzten Jahren geschrumpft ist, aber wie wir auf der James-Webb-Aufnahme sehen, besitzt er immer noch eine ziemlich stattliche Größe, würde ich sagen. Er scheint hier besonders hell, da James Webb im Infrarotbereich arbeitet und die dichten hohen Wolken dieses gigantischen Wirbelsturms besonders viel Strahlung im Infrarotbereich zurückwerfen. Heidi Hummel von der Association of Universities for Research and Astronomy sagt, die Helligkeit kennzeichnet zudem die große Höhe dieser Wolken. Ähnlich wie die äquatorialen Bereiche des Planeten hat auch der große rote Fleck in großer Höhe liegende Wolkenschleier. Aber auch all diese anderen kleinen Flecken hier sind keine Pickel oder so, da würde nur noch eine galaktische Menge an Klerasil helfen, sondern es sind alles Stürme, die im Gegensatz zum großen roten Fleck klein erscheinen, aber dennoch jeden Sturm auf der Erde locker in den Schatten stellen würden. Wir sehen hier aber noch mehr auf dieser James-Webb-Aufnahme. Der vielleicht beeindruckendste Aspekt aus meiner Sicht ist das hier. Wunderschöne Polarlichter am Nord- und Südpol des Jupiters. Polarlichter sind kein rein irdisches Phänomen. Sie entstehen, wenn der energiegeladene Sonnenwind auf das Magnetfeld eines Planeten trifft und von diesen Magnetlinien zu den planetaren Polen transportiert werden. Dort kollidiert der Sonnenwind dann mit den Molekülen der Atmosphäre und ionisiert sie. Sie beginnen dann zu leuchten. Ich war letztes Jahr in Tromsø und habe das dort gesehen und es war wirklich eins der beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens bisher. Die nächste Reise geht dann zum Nordpol des Jupiters mit TUI oder so. Da der Jupiter ein Gasplanet ist, gibt es hier natürlich viel mehr Material, das ionisiert werden kann. Dementsprechend haben wir massive Polarlichter, die wir auf dieser James-Webb-Aufnahme eindrucksvoll sehen können. Natürlich ist die molekulare Zusammensetzung der Gasschichten des Jupiters auch ganz anders als die der oberen Atmosphärenschichten unserer Erde, sodass die Polarlichter im optischen Bereich meistens andere Farben haben, wie wir auf dieser Aufnahme des Hubble-Teleskops hier sehen. Denn je nachdem, welche Gase mit dem Sonnenwind interagieren, entstehen andere Farben. Auf dem James-Webb-Bild ist das aber nicht so relevant, da wir hier ja ohnehin im Infrarotbereich sind und nicht den optischen Bereich sehen, den unsere Augen normalerweise wahrnehmen. Wenn wir unseren Blick mal etwas neben den Jupiter richten, sehen wir auf dieser Wahnsinnsaufnahme noch mehr. Das hier ist das unscheinbare Ringsystem des Jupiters. Viele Leute wissen gar nicht, dass auch der Jupiter Ringe besitzt, weil natürlich der Saturn mit seinem mächtigen Ringsystem den anderen meistens die Show stiehlt. Jupiters Ringe sind 1 Million Mal lichtschwächer als der Planet selbst und daher auf den meisten Teleskopaufnahmen gar nicht zu sehen. Doch die revolutionäre Sensitivität von James Webb ermöglicht es, sie so deutlich sichtbar zu machen. Das ist echt der Wahnsinn. Neben und zwischen diesen Ringen verbergen sich, wie auch beim Saturn, jede Menge Monde. Man kennt schon 80 Monde des Jupiters, es sind aber mit Sicherheit noch viel mehr, die wir noch nicht entdeckt haben. Und auf dem James-Webb-Bild sehen wir einige dieser jovianischen Trabanten. Das hier ist Amalthea und das hier Adrastea.
Es handelt sich um zwei super kleine Jupitermonde. Böse Zungen würden sie als Steinchen bezeichnen. Aber auf dieser Aufnahme haben sie einen strahlenden Auftritt. Und es gibt noch einen unglaublichen Aspekt auf dem Bild. Wir sehen im Hintergrund ferne Galaxien. Sterninseln gefüllt mit Milliarden Sternen außerhalb unserer Milchstraße. Dass das James-Webb-Teleskop solche Deep-Space-Objekte gemeinsam mit einem nahen Planeten im Vordergrund auf einem Bild abbilden kann, ist einfach unfassbar. Überhaupt übersteigt diese Aufnahme die Erwartung der meisten Planetenforscher um ein Vielfaches. Denn James Webb ist primär nicht für die Erforschung der Planeten unseres Sonnensystems ausgelegt, sondern eben für den Deep-Space-Bereich, ferne Exoplaneten, Galaxien, die Zeit nach dem Urknall und so weiter. Diese Aufnahme des Jupiters beweist aber nun, dass wir uns auch von James Webb so einige revolutionäre Erkenntnisse über unser Sonnensystem erhoffen können. Die Astronomin Imke de Pater, die die Beobachtung des Jupiters mit dem Webb-Teleskop geleitet hat, sagt, um ehrlich zu sein, hätten wir nicht erwartet, dass die Aufnahmen so gut sein würden. Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir Details auf dem Jupiter erkennen können, aber auch seine Ringe, winzige Trabanten und sogar Galaxien, alles in einer Aufnahme. Interessanter Fakt noch am Rande, man stellt sich das ja so vor, dass James Webb ein Objekt anvisieren würde und dann so ein tolles Bild zurückschickt, die Astronomen drucken es aus und pinnen es an den Kühlschrank und alle freuen sich. So einfach funktioniert das aber nicht. In Wahrheit sendet James Webb seine Aufnahmen als riesige Datenpakete von Zahlen und Helligkeitswerten zurück. Diese Datensuppe muss dann von fleißigen Wissenschaftlern mithilfe spezieller Software in Bilder umgerechnet werden und ins sichtbare Farbspektrum übertragen werden. Hinter einem solchen Bild, wie wir das nun hier sehen dürften, steckt also immens viel Arbeit. Aber das ist es definitiv wert, denn um das nochmal zu rekapitulieren, auf dieser einen Aufnahme konnten wir in ganz neuem Licht die heftigen Stürme, Polarlichter, das Ringsystem, Monde und sogar ferne Galaxien sehen. Irre. Ich hoffe, ihr seid nun alle James-Webb-Experten. Sobald es spannende neue Entdeckungen in den Tiefen des Kosmos gibt, sage ich euch sofort Bescheid. Das geht natürlich nur, wenn ihr dem Kanal folgt. Also alle fleißig auf den Abo-Knopf drücken. Und für Blicke hinter die galaktischen Kulissen und Zusatzfakten kommt hier sehr gerne in den AstroTim-WhatsApp-Kanal. Ebenfalls absolut kostenlos und ihr werdet Teil einer sehr großen astronomischen Community. Ja, es gibt noch einen weiteren Durchbruch bei der Suche nach außerirdischem Leben. Forscher haben direkt 7 sehr seltsame Sterne entdeckt, die so kuriose Strahlung aussenden, dass einige sagen, das sind gar keine normalen Sterne, das sind Megastrukturen, außerirdische Dyson-Sphären. Haben wir hier wirklich die riesigen stellaren Kraftwerke extraterrestrischer Zivilisationen gefunden? Alles dazu erfahrt ihr im angezeigten Video, schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr die Kontrolle über eure Daten gewinnen wollt, dann vergesst nicht unten links auf den Link des Sponsors Incogni zu klicken und euch meinen galaktischen Rabatt zu sichern. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.